Green A, ein Podcast mit Peggy Merkur. Wir haben es jetzt nachmittags und es ist so circa 14 Uhr. Ja, genau. Und ich sitze jetzt hier mit drei jungen, engagierten Menschen. Die sind gerade frisch an Bord gekommen und die haben mir gerade von einem Projekt erzählt. Das nennt sich nämlich Taikai Olive. Und das ist ein Austauschprojekt von Öl, was direkt nach Mexiko geht. Das Öl kommt aus Griechenland und der Kaffee wird dann aus Mexiko nach Deutschland mitgebracht. Das Konzept ist so, dass man sozusagen was mitnimmt und was wiederbringt und wie das genau funktioniert und was da dahinter steht, das hören wir jetzt gleich gemeinsam im Interview. Ja, kannst du dich kurz vorstellen und also ihr euch kurz vorstellen und kurz sagen, wie ihr das mit dem Projekt macht und was da so dahinter steht. Okay. Ich bin Leon, hallo. Ich bin Student, wir studieren hier alle an der Lafana in Lüneburg. Genau. Willst du das mal weiter? Ja, genau. Und es hat sich halt ein Team gefunden, so eine Art Kernteam, Orga-Team in Lüneburg. Und zusätzlich arbeiten wir noch zusammen mit einem Schweizer und seiner Freundin, die schon seit 5 Jahren Direktvertrieb machen aus Griechenland mit Olivenöl. Und jetzt haben wir uns eben zusammengeschlossen mit diesem Kaffeeprojekt Taikai, die ja an diesem alternativen Wirtschaftsmodell vor allen Dingen arbeiten, der solidarischen Landwirtschaft, wo es dann eben darum geht, dass ich nicht eine bestimmte Menge Kaffee kaufe, sondern ich kaufe einen Anteil von der Ernte. Und den auch im Voraus, der ist im Voraus bezahlt, dass der Bauer direkt das Geld hat, wenn er anfängt zu arbeiten. Und je nachdem, wie die Ernte dann eben ausfällt, kriegt der Konsument mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger Kaffee oder in unserem Sinne dann eben Öl. Also es geht quasi darum, dass wir eine ähnliche Wirtschaftsform anwenden. Ja, und das Ziel dabei ist, dass am Ende alle fair bezahlt sind und auch langfristig nachhaltig arbeiten können. Ja, ein wichtiger Teil dabei ist zum Beispiel auch noch natürlich die ökologische bzw. regenerative Landwirtschaft. Das ist uns ganz wichtig. Dort arbeiten wir auch extra mit einem Bauern zusammen, der heißt Panos. Der ist schon seit Jahren arbeitet der regenerativ und kümmert sich sehr intensiv um seinen Boden und baut auch eine Vielzahl verschiedener Pflanzen an. Genau, und ist damit eigentlich über den Biostandard hinaus. Und seine Bäume stehen zum Beispiel auch in einem Naturschutzgebiet. Ja, genau. Und mit dem fangen wir jetzt erstmal an, das Ganze zu starten. Wie seid ihr dazu gekommen? Ja, wie sind wir eigentlich dazu gekommen? Wir haben uns eigentlich jetzt erstmal nur an der Uni kennengelernt. Und die Idee entstand dadurch, dass einer unserer Freunde Halbgrieche ist und sehr gut die Situation der Bauern vor Ort kannte, wie schwierig es für die aktuell ist, überhaupt über die Runden zu kommen und das Öl zu einem fairen Preis loszuwerden eigentlich, weil da ja ein großer Druck ist vom Großmarkt, vom Handel, der dann auf die Mühle drückt und die Bauern verkaufen es an die Mühle und können gar nicht richtig mitreden, was den Preis angeht, weil sie in der Regel ja keine eigenen Abnehmer haben, also keinen Bezug haben zu den Konsumenten direkt, sondern da eben mehrere Zwischenstellen sind. Also, ihr hört schon wieder da draußen, das Konzept, was ich hier verfolge, wird nicht bloß von mir irgendwo nach außen getragen, sondern überall sind kleine Gruppen, die sich zusammentun und damit Großes bewirken. Das heißt, ihr habt auch einfach nur über private Kontakte während eurer Studienzeit Kontakt nach Griechenland aufgebaut und darüber findet jetzt ein globaler Handel statt. Leute, das kann funktionieren, das geht wirklich. Und jetzt haben wir hier noch eine Nummer 3, die auch gerade vor sich hingrinst. Kannst du dich kurz vorstellen? Du gehörst ja auch zu dem Projekt dazu. Na klar, ich bin Nico, bin erst seit kurzem dazu gestoßen, aber mich hat die Idee eben überzeugt davon. Was hat dich genau davon überzeugt? Also was hat dich gleich gecatcht, wo du dachtest, geil, da mache ich mit? Also ich war schon eine Zeit lang, habe ich so ein bisschen im internationalen Handel, Seehandel ein bisschen gearbeitet und muss sagen, mich hat es ein bisschen gelangweilt. Internationaler Seehandel, was stelle ich mir darunter vor? Also jetzt stelle ich mir jemanden vor, der vielleicht am Schreibtisch arbeitet und darüber irgendwie Kontakte knüpft, oder per Internet, oder? Jemand, der Zollabrechnungen verschickt. Der Zollabrechnungen verschickt, okay. Alles klar, gut, dann wissen wir doch Bescheid. Genau, und diese Idee war cool, weil sie eben sehr lebhaft war. Und ich fand die Idee cool, weil man ja einfach seine eigenen Fähigkeiten dafür anwendet, quasi eine neue Basis für diese Bauern aufzubauen,
dass sie quasi ganz anders wirtschaften können und damit eben auch ganz neue Qualität schaffen kann. Und im Endeffekt wollte ich an das Olivenöl eben auch gerne rankommen. Okay, na, das ist ja logisch. Und sag mal, wenn ich jetzt Infos möchte, bloß mal so zwischendurch, für die HörerInnen da draußen, wo finde ich denn am ehesten was? Also wir haben eine Website, die ist noch ganz frisch, da finden sich jetzt gerade mal die ersten Informationen zu unserem Projekt. Da kann man einfach auch bei Google Taikei Olive eingeben, dann sollte man das direkt finden. Genau, ansonsten haben wir natürlich auch einen Instagram-Account, ich weiß nicht, vielleicht, oder? Was wieder heißt der? Ja. Der ist noch im Aufbau? Ja, der ist gerade frisch gestartet. Okay, cool, dann vernetzt genau. Euch ruhig mit mir. Ja, genau, findet man aber auf jeden Fall auch dann alles über die Website. Ja, also dort denke ich eigentlich am besten, da kann man sich auch immer ein Newsletter eintragen und dann gibt es noch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen zu dem, was bei uns aktuell passiert. So. Und ihr macht es jetzt wie viel? Kommt jetzt bei euch irgendwas dabei rum? Habt ihr anteilig unterstützt das euer Studium oder hat sich das schon so weit entwickelt oder wie gestaltet sich das Projekt gerade für euch? Nee, also in der Aufbauphase kommt auf jeden Fall noch nichts bei rum. Das ist erstmal alles ehrenamtlich und nebenbei. So ein Projekt muss halt erstmal wachsen und auch eine gewisse Größe bekommen, damit es sich wirtschaftlich tragen kann. Letztendlich ist aber schon das Ziel, dass es sich wirtschaftlich trägt und vielleicht nur noch ein kleineres Team drumherum ehrenamtlich mithilft, aber schon ein Kernteam auch in Deutschland finanziert ist. Jetzt fangen wir aber erstmal an, dieses Jahr mit 2 Tonnen Olivenöl. Damit es sich gut finanzieren ließe, bräuchten wir aber voraussichtlich 30 bis 50 Tonnen. Also da sieht man schon, da ist noch ein kleiner Weg vor uns. Aber wir sind guter Dinge, dass wir das auch irgendwann schaffen können. Okay, wie viel haben wir heute verladen? Weil ich habe das nämlich eingeladen, diese ganzen Blechdosen, 5-Liter-weise war das, ne? Ja, genau, 5-Liter-weise. Ja, das war die erste Tonne tatsächlich, die allererste Tonne, die jetzt rausgeht. Und ich habe heute 1 Tonne Olivenöl verladen. Eine Tonne. Habe ich angefasst, geil. Ja, eine Tonne war's. Ja, ich habe geschwitzt, ja, also ich war durchgeschwitzt. Also wir haben es aber gut verpackt. Also genau. Waren einige am Start, habe ich natürlich nicht alleine gemacht, weil das ist ja alles Teamarbeit. Hier ist keiner eine Einzelperson an Deck und jeder muss sich auf jeden verlassen können. Das habe ich vorhin auch gemerkt, jeder Handgriff muss sitzen. Ihr müsst euch vorstellen, das wird abgeladen, dann steht da ein Schildchen drauf, die Schilder dürfen nicht verloren gehen. Du lädst, du packst die Sachen einzeln aus, weil es ist ja alles per Muskelkraft. Dann gibt es eine Kette von 5 Leuten, so viel waren wir nämlich. Und dann haben wir das sozusagen über die Mauer. Da ist auch ein Wasserspalt, also wenn du da runterfällst, fällst du 3 Meter ins Wasser rein. Das musst du also, jeder Handgriff muss sitzen. Und wenn dein Gegenüber dir falsch die Ware reicht, dann hast du ein Problem. Entweder geht die Ware kaputt oder du gehst baden. Oder klemmst dich irgendwo ein und verletzt dich. Also musst du dich auf jeden verlassen können, auf jeden Handgriff. Das heißt zu 100% Aufmerksamkeit. Mhm. Und dann sind die Leute, die direkt auf dem Schiff waren, haben das dann über die Kaimauer entgegengenommen, haben das in den Frachtraum nach unten gegeben. Das heißt immer so 10 Kiloweise. Und unten wurde das dann entgegengenommen und schön eingestapelt. Das heißt, wir haben erst eine Palette geholt, die Palette entsprechend einsortiert, sodass das dann auch nicht verrutscht. Also wir können ja nicht irgendwie irgendwo was hinstellen, sonst fliegt das bei Wellengang und ordentlich Wind durch den Lagerraum und das nützt uns ja allen nichts. Aber klasse, schön, da haben wir sogar schon direkt eine Verbindung, ohne dass wir es vorher wussten. Ja, ne? Finde ich auch, super. Genau. Ja, das finde ich auch jetzt nochmal besonders spannend mit diesem CO2-neutralen Transport, dass das jetzt auch so schnell funktioniert hat mit Mexiko. Da sind wir natürlich auch super glücklich drüber und hoffen natürlich, dass wir auch bald oder dann in Zukunft, in 1, 2, 3 Jahren, müssen wir mal schauen, wie schnell das alles läuft, wie schnell wir auch ein komplettes Schiff vollkriegen können, dass wir dann auch direkt in Griechenland das einladen können mit dem Schiff. Nochmal euer Alter und eure Namen zu nennen kurz, dass man das so ein bisschen weiß, wer da dahinter steht. Ja, also ich heiße Pauline und ich bin jetzt 23 Jahre alt und bin quasi in meinem 3. Studienjahr. Genau, ich studiere Umweltwissenschaften, also auch alles rund um Nachhaltigkeit, da passt das natürlich. Ich bin Leon, ich bin 24 Jahre alt und ich studiere Wirtschaftsinformatik und Nachhaltigkeitswissenschaften. Ich bin Nico, 21 Jahre alt, BWLer und ja, auch dabei. Also ihr habt euch jetzt gefunden, du hast davon gehört und ihr beiden seid wie zueinander gekommen? Wir haben das Projekt gestartet tatsächlich bei einer studentischen Initiative in Lüneburg, die allgemein so soziales Unternehmertum unterstützen. Und da gibt es dann immer Anfang des Semesters so ein Brainstorming auch, was
man umsetzen könnte an sozialem Unternehmertum. Gibt es dann so einen Inno-Workshop, heißt das. Dort finden sich dann Gruppen und dann wird erstmal überlegt, was wäre ein sinnvolles Projekt. Oft ist es aber auch so, dass Leute schon mit einer Idee zu diesen Workshops kommen. Und so war es eben auch bei mir, als ich in diesem Workshop war. Genau, waren dann zwei andere dabei, wovon einer eben dieser Halbgrieche war mit den Verwandten und die andere hatte schon in der Schulzeit was zu solidarischer Landwirtschaft recherchiert und eine große Arbeit zugeschrieben und die hatten dann die Idee, das Ganze miteinander zu verbinden und da bin ich dann dazugekommen und noch ein, zwei andere. Dann gab es erstmal so ein erstes Team, womit wir dran gearbeitet haben und dann ist eben später Leon auch noch über diese Initiative, hat er uns dann auch gefunden. Also ihr habt euch umgehorcht, vernetzt und dann einfach was in die Wege geleitet. Und könntet ihr nochmal das Datum sagen? Habt ihr so ein Datum, wo ihr sagt, da habt ihr so gemeinsam drin? Also Monat reicht auch aus. ja, also tatsächlich so, der erste Grundstein, das war schon vor 2 Jahren, also schon ziemlich lange. Dort hatten wir aber noch keine guten Kontakte in Griechenland. Das hat erstmal ziemlich lang gedauert. Und die haben jetzt auch nochmal gewechselt, dadurch, dass die Schweizer dazugekommen sind, mit dem Panos, von dem ich vorhin schon erzählt hatte. Genau, und deswegen hat sich das Team auch nochmal ganz schön verändert jetzt in den letzten 2 Jahren. Und eigentlich so richtig los, auch mit dem Taikei, geht es halt jetzt erst. Und das ist ungefähr so seit 2-3 Monaten. Seit 2-3 Monaten, das ist ja toll. Und dann geht es schon für ein halbes Jahr für die Waren auf hohe See. Und ja. Das habt ihr in so kurzer Zeit dann auf die Beine gestellt. Ja. Genau. Und am Anfang war eine richtige Flaute bei euch, weil es einfach an Partnern gefehlt hat. Und dann plötzlich ging es los, oder? Habe ich das richtig gesagt? Genau, so vor allen Dingen an Partnern, wo wir wussten, das ist jetzt schon verbindlich. Und es gab noch keine Verträge, nichts, keine längeren Bekanntschaften. Das war alles eher so ein bisschen locker. Aber auch schon auf einem guten Weg. Aber da hätte man noch mehr vor Ort in Griechenland erstmal Zeit investieren müssen. Und jetzt über die Schweizer ging das halt ganz flott. Klingt gut. Genau. Und was ist hängen über eure, also für eine Philosophie über eurer Haustür? Wenn ihr sozusagen nach Hause geht, was habt ihr da für euch so im Herzen? Was tragt ihr mit euch? Jeder individuell oder eine Firmenphilosophie? Jetzt? Jeder individuell, die Firmenphilosophie kommt gleich. Also okay. Für euch, was tragt ihr bei euch im Herzen? Also für mich wäre es tatsächlich quasi mein, ich sag mal, an Anführungsstrichen BWLer-Wissen für einen guten Zweck einzusetzen und eben Menschen damit Dinge zu ermöglichen, die ihnen vorher nicht möglich gewesen wären. Und damit auch, wie gesagt, ganz andere Produkte zu schaffen, wie zum Beispiel dieses hochqualitative Olivenöl. Ja, bei mir sind es eigentlich im Wesentlichen 2 Dinge. Und zwar einmal ist bei mir ganz tief verankert der Wunsch nach einer nachhaltigen Landwirtschaft, flächendeckend. Damit bin ich zum ersten Mal in Berührung gekommen nach dem Abi, weil ich dort ein freiwilliges soziales Jahr in Bolivien gemacht habe und dort in einem kleinen Urban Gardening-Projekt gearbeitet habe, wo es eben auch um ökologische Landwirtschaft und Recycling ging, also beziehungsweise Wiederverwertung zuvor benutzter Materialien, um dort Pflanzen drin zu pflanzen und so weiter. Und dies auch immer gemeinschaftlich zu tun, beziehungsweise sich, das waren Familien, die Gewächshäuser bekommen haben von uns dort. Und dann haben wir aber immer für verschiedene Familien zusammen Workshops gegeben, damit die sich auch dann später gegenseitig unterstützen können. Ja, und dabei war uns, ist immer auch dort sehr wichtig gewesen, diese Verbindung von Kopf und Herz, also dass man irgendwie sich auch mit Liebe sich um die Pflanzen kümmert und dann passiert das eben auch, dass es den Pflanzen und dem Boden gut geht. Und zum anderen aber auch logisch, also dass es halt auch logisch einfach schlecht ist, da Gift drauf zu packen. So. Man fühlt förmlich eure Passion, ich sehe es euch an. Also. Ja, genau. Ja, also dieses Landwirtschaftsthema, weil ich das echt schrecklich finde, was man sich für Gifte teils reinschiebt oder wie auch die Boden verkommen, dadurch, dass man flächendeckend nur das Gleiche anbaut und es einfach keine Insekten mehr gibt, die irgendwie auch Resistenzen schaffen könnten gegen Krankheiten. Ja, genau, das finde ich sehr spannend. Ja. Aus eigener Erfahrung sozusagen für die gute Landwirtschaft, ja. Das ist dein Hintergrund. Ja, genau. Ja, das Zweite, was mir so wichtig ist, ist halt so auch genau allgemein das Humane bei der ganzen Geschichte, dass man mit tollen Menschen zusammenarbeitet und sich gegenseitig unterstützt und auch füreinander da ist. Genau, ja. Und deine Firma, also deine eigene Philosophie zur Firma? Also bei mir ist es eigentlich ganz einfach, also ich will wirklich klassisch die Welt besser hinterlassen, als sie ist. Ich möchte aufstehen und wissen,
das ist einfach, ich was dazu beitrage und ich denke, dass dieses soziale und nachhaltige Projekt perfekt dafür geeignet ist. Ja, genau. Ja, und jetzt eure Firmenphilosophie. Wie sieht das aus, wenn man euch jetzt fragt, sozusagen, was ist, hängt da bei euch im Türrahmen drin? Da haben wir 1000 Mal drüber diskutiert, glaube ich. Mhm. Ist die jetzt überhaupt klar? Ja. Doch, also, genau, wir haben jetzt da, das war eigentlich unsere Arbeit in den letzten Monaten, dass wir da einen gemeinsamen Grundstein legen und wir haben das auch ganz klassisch aufgeteilt. Es gibt ja immer dieses Nachhaltigkeitsmodell, also unsere Vision ist ja, eine nachhaltige Unternehmung zu schaffen. Und wenn man sich mit Nachhaltigkeit auseinandersetzt, dann stolpert man erstmal über die drei Ebenen oder Dimensionen Soziales, Ökonomisches und Ökologisches. Und wir wollen quasi auf allen Ebenen nachhaltig arbeiten und haben uns da auch so ein Modell überlegt mit drei Kreisen ineinander. Und der äußere Kreis ist eben die ökologische Ebene, ist quasi erstmal der Grundstein, dass es der Natur gut geht, der Umwelt gut geht. Und die zweite Ebene, also der Kreis da drin, ist dann das Soziale. Das heißt, wenn wir eine funktionierende Umwelt haben, dann können wir uns als nächstes darum kümmern, dass wir eine funktionierende Gesellschaft haben, die in dieser Umwelt lebt. Und der dritte Kreis, das ist dann das Ökonomische in dem Sozialen, wo es dann eben darum geht, dass wir auch ökonomisch nachhaltig arbeiten und auch alle halt bezahlt sind am Ende und dass sich das Ganze auch rechnet. Und man kann diese Kreise quasi in beide Richtungen lesen. Also man kann sagen, das Äußere bedingt, also das Äußere muss erstmal funktionieren, damit das Innere funktionieren kann. Das Ökologische vor dem Sozialen, das Soziale vor dem Ökonomischen. Von der anderen Richtung gedacht, bietet quasi das Soziale auch den Rahmen für die Ökonomie. Genau. Und das Ökologische den Rahmen für die Gesellschaft, an dem wir uns dann eben auch orientieren. So war das ja früher schon, dass sich Kulturen haben sich immer danach ausgerichtet, wie sieht es eigentlich bei uns aus? Was wächst hier? Wie sehen die Steine aus? Danach haben sich dann auch die ganzen Traditionen und Tänze, Kostüme, das alles immer inspiriert von der jeweiligen Umgebung. Ja, und das wollen wir eigentlich auch so ein bisschen weitertragen. Und wir wollen weiter auf diesem Planeten leben. Noch eine ganz andere Frage. Wie oft trefft ihr euch eigentlich? Wir treffen uns fix auf jeden Fall einmal die Woche zum Besprechen, aber letztendlich gibt es eigentlich auch immer noch mindestens ein Arbeitstreffen einmal die Woche, wenn nicht zwei Arbeitstreffen pro Woche. Also das Ganze ist in Teams auch aufgeteilt. Jeder hat verschiedene Aufgaben, die delegiert sind. Das variiert auch je nach Lage gerade. Ich glaube, das Team, das sich jetzt mit der Logistik hierbei bei der Verschiffung beschäftigt hat, die müssen die letzten Tage wirklich geschwitzt haben. Während das jetzt für andere vielleicht ein bisschen entspannter war, aber das variiert. Okay, wie viele seid ihr jetzt, die an diesem Projekt arbeiten? Aktuell haben wir den Luxus, dass wir tatsächlich immer so 10 Leute sind, die auch gut dabei sind. Genau, das wird sich dann aber noch, denke ich mal, auch in der nächsten Zeit zeigen, wer wie lange, wie intensiv weiterhin dabei ist. Aber aktuell haben wir ein ganz gutes Team mit so 8 bis 10 Leuten. Ja. Jetzt, wie lange seid ihr dann nachher noch an Deck bei uns? Wie sieht euer weiterer Plan für heute aus? Also wir werden hier gleich nochmal ein bisschen rumlaufen, nochmal schauen, wo unser Öl sich jetzt genau befindet. Kann ich euch genau zeigen. Noch einmal abchecken, einmal das mit einem schönen Foto festhalten. Eigentlich wollten wir auch schon früher hier sein heute zum Verladen. Und zwar leider nicht, hat das nicht ganz geklappt. Also wir haben die Spedition nicht erreicht und dadurch wussten wir nicht, dass es tatsächlich so früh heute ankommt. Und da wir aus Hamburg kommen, hätten wir auch leider nicht sehr viel früher losfahren können. Genau, und deswegen sind wir jetzt dafür ein bisschen zu spät, aber dachten uns, gucken wir uns wenigstens nochmal an, wo das Öl jetzt gelandet ist und ob es sicher gelandet ist. Genau, und danach haben wir jetzt gerade spontan erfahren, dass es noch eine kleine Tour geben wird mit dem Schiff. Und ich glaube, da haben wir jetzt gesagt, dass wir da nochmal mitfahren, oder? Genau. Um 4 wollen wir starten. Ja, genau. Sind wir dann auch nochmal dabei. Okay, dann lasst uns gleich mal runterschauen. Und sehr schön. Habt ihr noch einen Wunsch oder eine letzte Info? Soweit alles gut? Passt gut auf unser Öl auf. Ich passe gut auf euer Öl auf. Gut, genau. Ich habe jetzt den Bezug, jetzt kann ich gar nicht mehr Nein sagen. Super, genau. Top. Ja, genau. Und schaut gerne vorbei, jederzeit auf unserer Website. Tragt euch in den Newsletter ein. Es müsste auch bald die ersten Ernteanteile geben. Wer schon Öl probieren möchte, das geht auf jeden Fall los. Bei Taikai Olive. Genau. Taikai, genau. Wird's richtig ausgesprochen, oder? Ja. Taikai.
kommt aus dem Japanischen. Ah, okay, übersetzt mal bitte. Das heißt, es ist praktisch solidarische Landwirtschaft, unser System, was wir betreiben, auf Japanisch, genau. Daher kommt das Konzept. Und es gibt quasi, in Japan gibt es tatsächlich viele Menschen, die über solidarische Landwirtschaft ihr Gemüse beziehen. Also das ist dort ziemlich weit verbreitet und genau daher ist es auch inspiriert, das in einem etwas größeren Stile nach Europa zu tragen. Also ist der Name auch auf internationalen Standards sozusagen berufen? Könnte man sagen. Oder wird zum internationalen Standard. Genau. Genau, das ist auch die Idee. Es gibt ganz viele Projekte gibt mit unterschiedlichen Produkten, genau, die dann alle so Taikai Olive, Taikai Coffee, wo man weiß, dass man im solidarischen Prinzip nachhaltig und solidarisch eben seine Lebensmittel beziehen kann. Genau. Genau. Normal beginnt das halt immer mit einer Gemüseproduktion auch vor Ort, also lokal, dass man sich verbündet quasi mit den Bauern um die Ecke und den vorfinanziert und mit dem gemeinsam bespricht, was angebaut werden soll, damit auch das angebaut wird, was halt die Gemeinschaft konsumieren möchte, essen möchte. Gut, dann gucken wir mal runter in den Frachtraum. Jo, perfekt. Sehr schön. Ja, wir haben natürlich alle unsere Helme auf. Wartet. So, jetzt klettern wir hier gerade den Frachtraum runter. Ja. Kommt mal runter. Das ist eine steile Eisenleiter und man muss sich ordentlich festhalten. Und ich habe heute gehört, niemals nur mit einer Hand. Das ist nicht gut. Man sollte immer eine Hand für sich haben und eine Hand fürs Schiff. Das heißt, zwei Hände sind immer im Einsatz, egal wo man auf dem Schiff unterwegs ist. Und die Eisenleiter ist 2 Meter lang und die Luke, die über uns ist, ist aufgeklappt. Und es geht einfach gerade senkrecht runter. Und das hier unten ist natürlich ein Eisenrumpf, Betonplattenboden. Und ja, hier in den beiden großen Kisten, da ist euer Olivenöl drin. Ah, okay, cool. Ja, es sieht doch schon mal ganz sicher verpackt aus hier. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr auch mal reingucken. Jetzt sind hier gerade noch die Reifen für, also ihr seht auch, dass ordentlich beschriftet ist. Könnt ihr ja gleich mal prüfen, ob das alles so seine Richtigkeit hat. Ja, top, top, Mexiko. Rein, wird's losgeschickt. Perfekt. Ja, zufrieden? Ja, sehr zufrieden. Klappe auf. Aber Vorsicht, das müssen wir dann alles wieder richtig runterklappen. Ihr seht, ja. Das ist alles ordentlich dann auch gepolstert. Ne? Ja, wir haben genau. Die Kartons oben drauf und ja. Auch dazwischen, zwischen den okay. Behältnissen. Ja, das perfekt. Dass wirklich alles heile ankommt. Top. Ja, jetzt müssen wir gucken, dass es ordentlich zu ist, sonst geht's schief. So, da darf nichts dazwischen klemmen. Ich habe vorhin nämlich auch. Hast du auch geguckt? Ja, okay, dann ist es hinaus. Sieht das gut aus? Mhm. Ja, sieht gut aus. Top aus. Gut, packst du den Reifen, der hier oben drauf ist, vielleicht noch mit an und dann noch ein bisschen legen wir den drauf, Gewicht, damit die Feuerwehrautos in Nicaragua dann auch wieder fahren können. Ach, dafür sind die. Und cool. Ja, die haben wir in Leipzig sozusagen entgegengenommen und das ist eine Städtepartnerschaft. Ja, okay. In Nicaragua und die geben wir aber in Honduras ab und dann gehen die von Honduras aus wahrscheinlich weiter. Okay, nicht das schlecht. Das wird der Plan sein. Vielleicht kann man eine Delegation mal schauen, die doch auch ab. Ja. Und hier seht ihr eben die Spenden, ja? Also dann noch, die sind aber auch gut verpackt und festgezurrt mit Spanngurten. Ja, und besser ist er. Ja, hier hängen überall Seile, es ist alles verplankt, an den Wänden hängen auch teilweise Reifen, damit das Ganze gepolstert ist. Mhm. Wenn so ein Seegang ist, ich meine, wenn wir hier ordentlich Wind haben, dann sind die Wellen bis zu 15 Meter hoch, habe ich mir sagen lassen. Oh, krass. Das ist nicht schlecht. Ja. Da wünsche ich dir nur gutes Glück, dass das auch alles gut geht. Ja, ich denke schon. Heile überlebst. Wir hören dann immer fleißig deinen Podcast. Ja. Falls ich den senden kann, also so ganz live, müssen wir gucken. Ne? Ja, das stimmt, das ist dann auch wieder spannend. Ja. Internet so auf hoher See, könnt ihr euch vorstellen. Ist dann nochmal was anderes. Ne? Genau. Ja. Und jetzt haben wir hier halt noch so ein bisschen Material. Da hinten habe ich heute auch gestaunt. Mhm. Wisst ihr, wie man das Teil da nennt? Ich bin leider unerfahren. Wie bitte? Spinner? Also ein Gerät auf jeden Fall, um diese Paletten hin und her zu wuchten. Weil selbst wenn man nochmal was umschichten muss, hat man dann die Möglichkeit. Also der steht ja auch. Mhm. Und alles hier da. Sehen wir auch schon dann die Fässer, wo der Rum reinkommt. Die liegen direkt in so einem Holzmulden drin, die extra
darin aufgetragen sind, ja. Der Rum wird direkt da reingefüllt? Der Rum wird reingefüllt. In die Fässer? Ja. Oha. Also die hat Cornelius auch selber ausgesucht, das habe ich zumindest so aus der Dokumentation. Und der riecht dann vorher auch nochmal dran, weil es kann manchmal sein, dass noch Reste von irgendwas drin sind. Und dann wird vor Ort nochmal geguckt. Und dann wird nach der schönsten Duftnote das beste Fass ausgewählt, damit es ein ganz, ganz einzigartiger, runder Rumgeschmack wird. Okay. Also ich habe schon mal gekostet. Ich muss sagen, von der letzten Tour hat mir gut geschmeckt. So. Ich kriege Appetit gerade. Aber für die Feuerwehr habt ihr jetzt nur die Reifen dabei oder noch andere Ausrüstungsgeschichten? Wir haben noch Reparaturkits dabei, direkt auch, damit sie mal ihre Reifen flicken können. Und die Feuerwehr ist dort sozusagen Mädchen für alles. Es ist Krankentransport, es ist Rettungsdienst, es ist Sozialhilfe. Okay. Also die Feuerwehr bedeutet dort wirklich alles in Nicaragua. Und dass die unterstützt werden, ist eine gute Sache. Ja, und da verschwindet auch nichts, denn die Ehrenamtler sind eben nicht bezahlt. Das sind so Einzelprojekte, die so laufen, genauso ähnlich wie ihr das macht. Und das ist auf jeden Fall unterstützenswert. Ja. Und was gibt es denn Besseres, als dass es gesegelt wird, oder? Ja, Mensch, nicht schlecht, genau. Und das ist unfassbar. Ja. Unbedingt. Also CO2-neutrales Öl zu verschicken in die Welt, das vor einem halben Jahr hätte ich nicht gedacht, dass ich das jetzt so tun würde. Genau, das trifft sich so gut, weil das Schiff wäre ja sonst auch echt, also klar, ein paar Dinge liegen hier jetzt schon rum, aber die hauptsächliche Beladung ist ja eher von Mexiko hier rüber dann auf dem Rückweg und genau, noch ist es ja ziemlich leer. Da können wir auf jeden Fall in Zukunft noch mehr reinladen. Unbedingt. Und ihr lieben ZuhörerInnen da draußen, habt ihr eine Idee, da vielleicht noch das eine oder andere Land, was ihr auf der Route mitverfolgen könnt, direkt auch auf meinem Blog oder auf Instagram, wo noch was hinverschifft werden soll, dann meldet euch doch einfach direkt bei der Timber Coast. Einfach nur Timber und Coast. Oder wenn euch das zu kompliziert ist, dann schreibt mich direkt an und ich leite das einfach nur weiter. Gut, ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß. Wir haben uns ja noch ein bisschen hier zum Austauschen und dann bleiben wir einfach vernetzt. Ja, perfekt. So ist das. So machen wir das. Klimakrise. Geflüchtete. Globale Gerechtigkeit. Konsum. Welthandel. Was geht da draußen eigentlich ab? Tierwohl. Nächstenliebe. Leichtigkeit. Einfach leben. Glück. Artensterben. Umweltverschmutzung. Plastikzeitalter. Gerechtigkeit. Reichtum. Der tägliche Wahnsinn des Seins. Auf diese Reise nehme ich euch mit.